Harrys liebste Hitten. So kann man auch Urlaub machen, auf dem Campingplatz. Besonders Dauercamper lassen hier ihrer Fantasie freien Lauf. Keine 12 Kilometer von hier entfernt würde man Dobradan sagen. In 5 Kilometer Entfernung begrüßt man sich mit Jonobot oder Servus. Das verstehen wir alle. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Harrys liebste Hütten im südburgenländischen Grenzland, wo die Hütten Gasthäuser oder Buschenschenken sind. Das gibt's ja nicht. Wo sind die? Eigentlich sollte ich hier ein paar Radfahrer treffen, die mich begleiten, aber es ist halt nicht jeder so verlässlich wie ich. Was ist das da? Das ist aber gut. Wir sind im Bad, bitte hol uns ab, deine Fahrradfreunde. Also da bin ich ja neugierig. Was wird das, eine Schnitzeljagd? Seid ihr meine Fahrradfreunde? Ja! Jetzt gehen wir Radl fahren. Wir kommen gleich. Wir kommen gleich. Die anderen sind in der Schada. Ja, dann springt's auf. Ich hab's ja gewusst, eine Schnitzeljagd. Ja, will ich gleich kommen. Wir genießen uns Eis. Am Radpress unschwer erkennbar, ist jetzt mein Radl drücken. Ja, ja. Also, ja gut, es müsst noch essen, oder? Wir essen mal. Ewald, servus. Servus. Eigentlich hättest du ja schon zu, oder nicht? Das ist unser letzter Tag, was wir heute offen haben. Ja. Und wie war der Sommer? Was war so der Hit im Sommer? Ich meine jetzt nicht am Teller, sondern am dem Teller, nicht am platten Teller. Ja, mittwochs Grillabend, das war recht lustig. Die Gäste kommen aus nah und fern hier, das heißt, ins Restaurant. Auch Gäste von außen können reinkommen? Selbstverständlich, wir haben einen eigenen Zugang für die Gäste am Abend zum Grillen. Ja, was ist? Packen wir's, oder? Aufs Radl und los? Ja, jetzt warten wir, essen wir mal fertig, warten wir auf die anderen, die sind noch im Wasser und dann starten wir. Hauptsache recht. Immerhin sind wir in der Freizeit und nicht auf der Flucht. So ist es. Während ausgegessen und ausgetrunken wird, vielleicht gibt es sogar noch einen Kaffee, haben wir Zeit, uns anzusehen, wo unsere Reise hingeht. Jennersdorf im Südburgenland liegt im Zentrum zwischen den Flüssen Raab und Lafnitz im Dreiländereck zu Ungarn und Slowenien. Wir radeln jetzt über den Kornweg nach Minihof Liebau. Kornweg deswegen, weil er an 3 Mühlen vorbeiführt. Jede hat ihre eigene Bestimmung im Naturpark Raab gefunden. Die nächste Pause legen wir beim Hirtenfelder ein, einem originellen, urigen Gasthaus im Ort. Harry, Harry, Harry,
Servus, Andreas. Warte mal kurz. Was kann ich für dich da an? Kannst du mir das Sackerl halten, wenn für die Karin von Gosters Hirtenfelder mitnehmen? Das kann ich. Ich hab zwar keinen Gepäckträger in Richtung, aber Angelika, kannst du mir helfen? Ja, Harry, gib her. Danke. Die Ostmühle ist noch in Betrieb? Ja, die Mühle ist noch komplett in Betrieb. Also wir malen so ziemlich sämtliche Getreidensorten. Mais, Mehl, Polenta, Grieß, Weizen, Roggen, Dinkel. Vom Vollkorn hin bis zum griffigen und glatten Mehl. Roggenmehle, Buchweizenmehl, also Heidenmehl. Radeln ist ja so angenehm, da kann man immer ein bisschen plaudern. Ich habe gehört, du hast mehrere Standbeine mit der Mühle. Ja, die Mühle läuft auf mehreren Standbeinen. Also das eine ist die Getreidemühle, selber was wir malen, dann als Lohnmühle. Dann haben wir es noch für touristische Zwecke, auch wo wir hauptsächlich Führungen machen, teilweise auch für Kinder, die was dann sehen, wie man das Mehl herstellt und hinterher auch Brötchen backen können. Oder andere, je nachdem, was sie gerade wollen. Und auch andere Veranstaltungen, Ausstellungen. Wie die Mühle, also Schaumühle, Lohnmühle und natürlich die Mühle von Andreas. Und für mich natürlich. Gut, dann schauen wir, dass wir zu Karin kommen. Danke. Okay, bis dahin. Mach was. Für dich. Wir sind schon beim Karten. Wo ist jetzt die Karin? Was das, Harry? Gib mir das Müll. Ich koche es in die Kuppel. Ja? Du suchst dir die Karin. Und was macht ihr? Ja, wir gehen kegeln. Und ich komme da auch. Gut. Also, da bist du. Bravo, bravo. Da haben wir schon wieder. Das passt schon. Trümpfe, sechs. Wofür brauchst du das Heidenmehl, das ich da gebraucht habe? Danke, dass du es braucht hast. Ich habe es schon dringend gebraucht. Ja, der Andreas hat gesagt, es ist eilig. Ja, es ist immer eilig. Ja. Also wir machen aus dem Heidenmehl einen Sterz. Und zwar gibt es da einen aufgehenden, der ist dann ungefähr so hoch wie ein Biskuit, einen flachen oder einen bröseligen. Den kannst du für Suppen, Schwammerlsuppen, alles Mögliche nehmen. Den. Und das wird irrsinnig gern gegessen bei uns. Was ist typisch burgenländisch? Das kann ich da gar nicht sagen, weil ich sehe das eher als Einfluss pannonisch, slowenisch und ungarisch, was wir da im Haus haben. Wir haben einen ungarischen Koch, den Jula, der bringt da sehr viel aus der ungarischen Küche mit. Wir haben slowenische Köchinnen, die sind schon ewig im Haus. Ja. Und die bringen einen slowenischen Einfluss mit. Da haben wir Cevapcici, Rasnici und solche Sachen. Wir haben eigentlich immer auf der Karte einen Krautstrudel, einen Erdäpfelstrudel und einen Topfenstrudel. Und zwischendurch machen wir dann auch einen Rurmstrudel oder einen Apfelstrudel oder andere, je nachdem, was uns einfällt. Die macht bei uns die Pfeffermitzi. Die Pfeffermitzi? Genau. Das ist ein lieber Name. Ja, den hat sie aber zu Recht, weil der Strudel ist ab und zu schon sehr bekannt, aber das macht nichts, und trinken die Leute mehr dazu. Was gibt's Süßes? Schaumlauernackerl, das ist ein Klassiker. Das ist ganz was Feines, Gutes. Ein Biskuit, hell-dunkel, Pudding, Schokosauce, Nüsse, ein bisschen Rum und Schlagobers. Hat mindestens 3000 Kalorien, aber es ist jede Kalorie wert. Karin, du warst vorher im Tourismus. Also wer wäre prädestinierter als du, mir ein bisschen zu beschreiben, welche Gäste kommen? Also das kann man gar nicht so genau sagen, weil es kommen Gästeschichten, jung, alt, Familien mit Kindern, ältere Leute. Es kommt auf die Saison drauf an. Entweder sie tun gar nichts, sie bleiben daheim, machen es sich gemütlich, gehen gut essen, gehen ein bisschen spazieren, besuchen irgendwie in der Nähe einen Betrieb vielleicht oder irgendeinen Naturpark. Oder sie sind aktiver. Dann gehen sie halt Radl fahren, wandern, Kanu fahren. Dann haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Bademöglichkeiten in der Gegend. Seen haben wir eigentlich noch, da kannst du auch wirklich einen wunderschönen Urlaub verbringen. Die Lage ist eigentlich sehr gut. Dann bist du gleich in Ungarn, du bist gleich in Slowenien. Also eigentlich steht dir die Welt da fast offen. Und im Winter kannst du dann auch noch langlaufen gehen. Wie war der Wechsel, beziehungsweise warum vom Tourismus da her? Naja, das ist eigentlich unerwartet gekommen, sage ich einmal. War auch gar nicht vorgesehen. Ich meine, ich bin in dem Haus aufgewachsen, das haben meine Großeltern aufgebaut. Meine Mutter hat es dann weitergeführt und hat es noch vergrößert und hat den Namen Hirtenfelder eigentlich noch weiter aufgebaut und, ich würde mal sagen, in der Region noch bekannt gemacht.
sie war die Wirtin da. Mhm. Und sie hat uns vor ein paar Jahren leider dann verlassen, ganz plötzlich. Und jetzt ist das Gasthaus ohne Wirtin da gestanden. Und das habe ich einfach nicht so hinnehmen können. Und es war mir einfach so wichtig, dass das Haus weiterlebt und dass das Haus einfach wieder eine Seele hat. Und ich bin meiner Mutter nicht unähnlich, wird mir gesagt. Und deshalb, ich habe die Herausforderung angenommen und bin darauf gekommen. Das habe ich eigentlich schon gewusst. Aber ich bin eigentlich eine leidenschaftliche Gastgeberin. Ich liebe es. Ich liebe es, im Wirtshaus zu sein. Ich mag das echt total gern, mit den Leuten zu reden, abzutratschen, als arbeiten. Okay, das mache ich dann auch noch nebenbei. Die werden ganz schön laut, was ist denn da los? Ja. Also ich glaube mal, wahrscheinlich wird wieder mal ein Hexengang serviert. Und das ist dann meistens ein Spektakel. Was ist ein Hexengang? Ein Klassiker im Haus. Flambiertes Fleisch, Schwein und Rind. Eigentlich müsste man den Namen wahrscheinlich ändern, weil Hexengang, vielleicht beschweren sich ein paar Hexen wegen Diskriminierung, aber das soll mir recht sein. Ja, also ich habe jetzt einen Vorschlag. Wir gehen kegeln, oder? Wir gehen so eine Radlgruppe um. Wenn ich verliere, dann zahle ich den Hexengang. Ne? Da lade ich den drauf. Wenn ich gewinne, dann spendiere ich da einen. Also da traust du dich wirklich? Ja. Da traust du dich? Bist gut, du weißt, kegeln? Ich habe den ganzen Sommer nichts anderes getan, wie kegeln geübt. Ja, mal schauen wir. Ja, schauen wir. Mal schauen wir. So, jetzt bin ich neugierig. Jetzt sagen wir denen mal, wie es Sau geht, oder? Ja, okay. Na, aber der geht. Der Naturwinkel Saufuß hat seinen Namen von einer Riede des Täuberbachtales. Die Familie Pilz hat hier mit der Pflege verletzter oder verlassener Tiere begonnen. Daraus hat sich zusätzlich ein Artenschutzprojekt entwickelt. Außerdem macht die Beobachtung der freilaufenden Nutztiere großen Spaß. Mahlzeit, grüß euch. Grüß dich, Gatti. Servus, Harry. Grüß dich, Gautschein. Was kochst du da gut? Ja, Krumpensuppen kennst du sowas? Nein. Erdäpfel kennst du? Ja, Erdäpfel kenn gut, ich. Gut, dann ist für dich Erdäpfelsuppen. Ja, wunderbar. Magst du eine kosten? Ja, gern. Dann richte ich dir einen an, gell? Danke. Ein Teller geht sich aus. Währenddessen zeige ich Ihnen, wie es in unserer Sendung heute weitergeht. Bevor ich die Lafnitz in Richtung Eltendorf überquere und im Uhudler Viertel am Hochkogel in der Hochzeitschenke meinen Tag ausklingen lasse, besuche ich noch die Therme Leupersdorf. Mich beschäftigt unter anderem die Frage, was hat die Therme Leupersdorf mit der Stadt Jennersdorf zu tun? Schau, Harry, wenn du da rüber schaust, dein Weinberg, das ist nur das Burgenland. Wir stehen aber schon in der Steiermark. Also wir sind vom Stadtzentrum von Jennersdorf sind wir nur 5 Kilometer entfernt. Gell? Genau, ja. Das ist ja grenzgenial. Das ist Grenzland. Ja. Ja. Stimmt es, dass da der Mahlwasser von Jennersdorf fließt? Genau, wir haben 3 verschiedene Quellen. Ja. Und eine Quelle, die Bavra-Quelle, die ist schon im Burgenland drüben. Und wir sind recht froh, dass wir das Wasser von Jennersdorf kriegen, weil das brauchen wir. Wir haben 35 Becken. Da fahren sie 19 mit Thermalwasser und da kann man sich schon vorstellen, dass man eine ordentliche Menge Wasser braucht dafür. Also unser Wasser, da fühlt man sich echt so ein bisschen wie im Babybauch. Man kriegt eine ganz weiche Haut, weil wir haben eine extrem hohe Mineralisierung. Also wir haben 7-mal mehr, als man eigentlich brauchen wird, damit man Thermenwasser ist. Perfekt. Das haben die alten Römer schon gewusst. Genau. Dabei ist das Thema Therme noch gar nicht so alt in Österreich. Leupersdorf hat die 1978 eröffnet. Genau, ja.
Also wir sind ja eigentlich wieder mit der Therme Leupersdorf, das ist ja eine der ältesten Thermen in Österreich ist, zu den alten Römern zurückgekehrt. Was heißt das? Ja, die haben damals schon gesagt, es gibt nur drei wichtige Dinge im Leben und das sind zum einen die Thermen, die Liebe und der Wein. Das heißt, die Therme ist wieder mehr Genuss geworden. Genau. Also vor Leupersdorf hat sie natürlich klassische Kurbetriebe und Trinkkuren etc. So klassische Gesundheitsbetriebe hat es schon alles gegeben. Und wir haben dann gesagt, das muss sie irgendwie verbinden lassen, es muss ja auch Thermen für Gesundheit geben. Und das haben die alten Römer wirklich schon gut gemacht. Also damals waren die Thermen wirkliche Kommunikationszentren. Da hat man sie getroffen nach der Arbeit, da hat man Geschäfte gemacht. Es ist sogar so weit gegangen, dass gewisse Könige sind mit dem normalen Volk, und das war ja damals nicht üblich, in der Sauna gesessen und haben sie angehört, was hat das Volk ihnen zum Sagen, welche Anliegen gibt es. Das war ihnen ganz wichtig. Da hat es wirklich alles gegeben. Da hat es von großen Sportstätten, wo sie halt für Olympia trainiert haben, über Bibliotheken, also die haben sie dort auch weitergebildet. Einfach ein Treffpunkt. Die haben wir so. Es war so weit, dass die Römer nur 6 Stunden gearbeitet haben und die Thermenöffnungszeiten angepasst worden sind an die Arbeitszeiten. Oder man munkelt ja die Arbeitszeiten an die Thermenöffnungszeiten. Damals war es so, dass wirklich die Könige die Eintritte teilweise gezahlt haben. Ganz günstige Eintritte für das ganz normale Volk hat es gegeben, dass wirklich jeder in die Therme gehen können hat. Aber die Römer waren, sag ich jetzt einmal, ein bisschen fauler. Nicht nur die 6 Stunden Arbeitszeit ist schon ein bisschen wenig. Andererseits, sie haben liegend gegessen und getrunken. Genau. Das haben wir leider noch nicht eingeführt. Aber bei euch kann man essen, bis man umkugelt. Genau. Also was wir schon haben, ist, dass wir sagen, wir schauen wirklich, dass wir regionale Anbieter haben. Und wir schauen echt, dass wir wirklich nur saisonale Sachen da haben. Also es gibt, im Winter werden wir bei uns zum Beispiel keine Erdbeeren nicht finden, weil es es einfach regional nicht gibt. Wie viele Gäste verwöhnt ihr so am Tag? Du, das können bis zu 3000 sein. Also da haben wir, nachdem die Therme so groß ist, haben wir da ordentliche Kapazität, das verteilt sich schön. Ja. Und da sind schon einige Leute da. Man kann jetzt sagen, das ist Harris größte Hütte. Genau, da hast du recht. Wobei alle Hütten bei uns zusammenzählt, da bringen wir auch 3000 zusammen, wo die Leute verwendet werden. Das bringen wir mal locker zusammen. Ja, ja, meine Schwester, die Claudia, hat heute extra was gebrochen für dich. Perfekt. Was soll schmecken? Danke, ein Gugelhupf. Einen hausgemachten Uhudler-Gugelhupf. Ja, wir sind ja da im Uhudler-Viertel. Ja. Und wir sind, kann man auch ganz genau sagen, in der Hochzeitsschenke. Wie seid ihr auf den Titel gekommen, Carina? Ja, auf den Namen sind wir eigentlich dadurch gekommen, weil das der Hochkogel ist. Und der Matthias hat sich damals einbildet, er will da heiraten. Das war ja früher alles da nur Wiesen und dann haben wir da den Keller gebaut. Herr Memurz hat einen Stress gehabt und dann haben wir da standesamtlich geheiratet. Ich habe gehört, ihr habt an einem Freitag geheiratet. Warum ja, Freitag? Ja, genau. Ja, freitags haben wir eigentlich geheiratet, weil samstags die Musik keine Zeit mehr gehabt hat. Aber es hat optimal gepasst, weil freitags haben wir 33 Grad gehabt, gell? Und ab Samstag hat es dann 2 Wochen durchgekränkt. Mittlerweile können auch andere da heiraten. Matthias, du kommst eigentlich aus der Gastronomie und deine Eltern haben in Eltendorf den Betrieb aufgebaut. Wir waren immer schon ein kleiner Mischbetrieb zwischen Wirtshaus und Landwirtschaft. Also wir haben immer Viecher gehabt, also Schweinezucht. Nicht? Und nebenbei das haben wir halt im Wirtshaus alles verkocht. Nicht? Schulgegangen bin ich ein bisschen in die Gastronomie, nicht? Gastrofachschule gemacht. Und da war ich nicht so
schon in der Hauptschule schon überzeugt gewesen, dass ich eigentlich nicht viel lernen will, sondern arbeiten daheim, weil ich wie ein Wirt. Zu meiner Englischlehrerin habe ich immer gesagt, Englisch brauche ich eh nicht, weil man gedacht habe, ich bin eh noch Wirt, ich brauche nur ein paar Spritzer und Bier verkaufen. Jetzt ist es ein bisschen anders, jetzt braucht man schon mehrere Sprachen, dass man durch kann. Naja, heute ist unser Betrieb in die Udlerei gewachsen, Udlerei Miert, und da haben wir eigentlich dann gemerkt, dass wir eigentlich schon viele Sachen machen. Nicht? Unser Wirtshaus im Eltendorf drinnen. Ja. Dann haben wir, weil ich mich für die Viecher nicht trennen habe können, 2004 habe ich ein Wildschweingehege gemacht, und dass wir unsere Sauen haben, nicht? Ein bisschen anders. Und da züchte ich nebenbei mit einem Kollegen hier in Zahling das Waldschwein. Also das Waldschwein, freilaufend Schwein, gesundes Schwein, und ist für unseren Betrieb sehr, sehr wichtig. Was machst du alles aus deinen Waldschweinen? Für die Gusterstickeln, das verkochen wir bei uns im Wirtshaus und da in der Hochzeitschenke. Und dann macht meine Schwester noch Knoblauchwurst von den Wildschweinen, dann haben wir Leberpasteten, Krammelschmalz und sogar den Schinken. Und das Ganze können sich die Leute mitnehmen, wenn es ihnen schmeckt. Und ja, und jetzt habe ich dann mit vor 15 Jahren wieder angefangen mit dem Wein. Ganz aus einer lustigen Geschichte. Von einer Ecken daheim, Weinhecken, haben wir den ersten Udler gemacht. Das waren so knapp 200 Liter. Und so habe ich zum Weinkeltern angefangen. Wie alt warst du da? Ja, ich war knapp bei 20. Ne? Und da ist einfach du selber entschieden? Ja, sicher. Ich habe einen Betrieb daheim schon mit 18 Jahren im Prinzip für den Vater geleitet und mitgearbeitet. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt kaufen wir einen Weingarten. Ne? Das hast du aber mehr oder weniger heimlich gemacht. Na, der erste, den habe ich offiziell gekauft, und dann hat der Papa gesagt, ich glaube, der Bruder ist deppert, der hat 2 Jahre Arbeit im Wirtshaus. Ne? Ja. Den zweiten, so wie du sagst, habe ich dann heimlich gekauft. Auf einmal hat das jemand Stammgast erzählt, sagt er, der Bruder ist im Weingarten Schnein, was hat er schon wieder dazu gekauft? Hat er sich ins Auto gesetzt, ist nachher aufgefahren, dann habe ich gedacht, oh je, jetzt kommt bei der her, was wird jetzt passieren? Gell? Ja. Und dann hat er mal rausgekupft von dem Auto und gedacht, jetzt kriege ich Schimpfer, wir sagen, bist du ganz narrisch? Ja. Aber das war nicht so, dann hat er sich von lauter Stolz gleich gefreut und hat gesagt, gut, das macht falsch, das macht falsch. Und dann hat er mal alles richtig gestellt und so bin ich zum zweiten Weingarten gekommen. Nicht? Und heute, muss ich sagen, habe ich fast 3 Hektar Weingarten benannt, mache ich so im Jahr ungefähr 15.000 Liter Wein. Das hat sich ganz schön entwickelt. Ja? Der riecht so nach Walderdbeeren. Stimmt das? Ja, da hast du recht. Der rote Udler riecht so nach Walderdbeeren. Es gibt aber vielleicht das, was du nicht weißt, sogar einen weißen Udler. Aha. Damals hat man, der? Ja, da geht es so ein bisschen in die Exotik. Reife Ananas, Grapefruit, Birne. Es gibt ja weiße Udlertrauben. Ja. Die Elvira, die Delaware sind weiße Rebsorten, nicht? Concord, Rippadella sind rote Rebsorten. Früher hat man das Ganze halt immer vermischt, weiß und rote Trauben, weil es ja der Haustrunk war. Alles, was im Weingarten gewachsen ist, hat man zusammen runtergepresst. Und heutzutage mit der Legalisierung 1992 hat man dann angefangen, auch wieder den weißen extra zu keltern. Machst du auch Weine außer Uhudler? Die Muscaris. Also da habe ich so einen Beitrag gehört und haben mir das angeschaut ein bisschen. Muscaris ist auf dem Geschmack wie Muscadella und ist so resistent eigentlich zum Handhaben fast wie der Uhudlerstock. Ich fasse einmal zusammen. Du bist Wirt. Winzer, Jäger, Tierzüchter, dann wir in Tirol sagen Metzger, also Fleischhauer. Also langweilig werdet ihr nicht. Wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Ja, Harry, unsere Zukunft stellen wir so vor, dass wir den Erfolg, was wir jetzt haben, weiter genießen dürfen. Mhm. Und wir sind ja gesellige Leute hier im Südburgenland. Also mit Freunden auf dem Tisch zum Sitzen, ein bisschen feiern zu können, gemütlich ein Glas Wein zu trinken. Also wir haben wirklich sehr viele Freunde und die Familie hilft uns sehr, sehr viel mit oder unterstützt uns tatkräftig. Also wenn es so bleibt, können wir froh sein. Und wenn es in Zukunft auch so ist, passt eigentlich alles. Dem ist nichts hinzuzufügen. Damit beenden wir die Sommerstaffel der schönsten Plätze Österreichs. Ich habe aber einen Vorschlag für Sie. Ziehen Sie sich doch Ihre Wanderschuhe an und entdecken Sie selbst Österreich. Es lohnt sich. Und ich glaube, jetzt kommt der Daniel, oder? Ja, genau. Ja, ja, schau, was sage ich. Ich glaube, da ist alles oben, was ich mag. Was ist das? Ja, schön, das ist schon da. Perfekt. Danke. Das können wir früher ausschneiden, nicht? Nochmal drehen, ja.